Und ich weiß nicht, also was war bitte das für ein Monat? Ja, das war nämlich auch. Die Ampel hat mehr kassiert als Tyson. Weißt du, es gab Wahlkampf mit Glühwein, Trump wird Kanzler. Wir stellen uns so viele Fragen, vor allem... Woher kommt der Hype um die Dubai-Schokolade? Ja, nee, die ist zu teuer, die juckt uns nicht. Deswegen sprechen wir jetzt über einen Mann, der es liebt, wenn über ihn gesprochen wird. Wie ist dein Eindruck? Wird eigentlich über Christian Lindner genug gesprochen? Ah, also da würde ich sagen, nein. Gut, dann machen wir das jetzt. Denn Olaf Scholz hat unseren also jetzt Ex-Finanzminister Christian Lindner entlassen. Also jetzt ist nicht mehr der Atze Deutschlands berühmtester Arbeitsloser? No way. Atze, Ruhe im Frieden. Nachdem sich Lindner und Scholz fast um die Schuldenbremse gekloppt haben, hat unser Noch-Kanzler die Ampel auf Rot gestellt. Immer wieder habe ich in den vergangenen 3 Jahren Vorschläge gemacht, wie eine Koalition aus 3 unterschiedlichen Parteien zu guten Kompromissen kommen kann. Mein Angebot umfasste 4 Kernpunkte. Erstens, zweitens, drittens und viertens Deutschland. Der Bundesfinanzminister zeigt keinerlei Bereitschaft, dieses Angebot zum Wohle unseres Landes in der Bundesregierung umzusetzen. Ja, Mensch, starke Rede. Absolut. Und Chrissy hat auch tapfer drauf geantwortet. Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte. Ich danke Ihnen. Ja, long story short, am 23. Februar sind Neuwahlen. Die Ampelparteien denken sich gerade so... Ja, also wir leben noch. Oha, aber was machen die Grünen eigentlich zurzeit? Ich bin hier bei Freunden in der Küche. Ah ja, nett. Mensch, aber laut Sonntagsumfrage befürchte ich, wir können uns schon mal an diesen Spaßvogel im Kanzleramt hier gewöhnen. Ich bin ein knochentrockener Konservativer von der deutschen Rechten. Total toxisch, komplett unsympathisch, aber auch nicht unkompliziert. Ja, das heißt dann wohl Wahlkampf über Weihnachten. Toll. Für den Kanzler Olaf Scholz sieht es ja aktuell nicht so gut aus in Umfragen. Wen hätten wir da noch? Boris, hättest du nicht Lust auf Kanzler? Nee, ehrlich gesagt nein. Dann nehmen wir unsere Boris. Ja, ja, die wird's richten. Und dann gab es ja da auch noch Marco Buschmann. Na, der war ja Justizminister. Aber seine größte Leistung, weißt du, die war ja auf Soundcloud. Weil da war er ja als DJ MB Sounds unterwegs und hat zum Ampel aus auch einen passenden Beat gedroppt. Und um den besser genießen zu können, haben wir dazu die besten Ampelmomente rausgesucht. Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Vertraute Gesichter, auch ein ungewöhnliches Gesicht hier im Plenarsaal. Keiner kann im Sturm das Ruder so rumreißen wie Robert Habeck. Ich bin hier bei Freunden in der Küche. Gerade jemand zu mir sagte, Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken soll. Schönen Dank. Tschüss. Tschö. Oh, ich werde ganz emotional bei diesem Song. Naja, aber nicht nur Scholz ist bald weg vom Fenster, sondern auch sein Daddy Biden. Denn... ja, der Worst Case ist eingetroffen. Donald Trump hat die US-Wahl gewonnen. Hallöchen zusammen. Da, 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 da. Ratet mal, wer hier spricht. Es ist der Präsident der Vereinigten fucking Staaten. Na, lecku fanedo. Ja, das kann so laut sein. Na, lecku fanedo. Ja, okay. Aber das wird die Welt auf jeden Fall ins Wanken bringen. Und wie genau, das erfahren wir jetzt von unserer Reporterin Miriam Machine Gun. Hallo, Miriam. Warte, Miriam, du bist nicht unsere Reporterin. Was ist mit dir passiert? Ich kam hier gerade runtergelaufen vom Kapitol, ne? Ja. Bin gerade nach Hause. Auf einmal kommt hier so eine deutsche Redakteurin vorbei und will mich da mit ihren deutschen Fake News verlabern, Alter. Hä? Ich die weggeboxt, das ist meine patriotische Pflicht. Bestimmt auch Biden gewählt, Alter. Biden? Es standen Donald Trump und Kamala Harris zur Wahl. Was, ist er jetzt auch noch trans oder was? Sag mal, bist du bescheuert? Mit wem soll ich denn jetzt sprechen? Ich stehe nicht, weil es warm ist, Alter. Aber warte, ich schütze mich.
Ich mache auch eine Videoaufnahme. Na schön. Ist ja eh alles für'n Arsch. Wie ist denn die Stimmung nach der Wahl? Sag mal. Ja, die Stimmung ist top, Alter. Wir haben unser Land zurück. Von hier Sleepy Joe, Alter. Ist mega. Jetzt geht's wieder bergauf. Pass auf. Mhm, und wie. Aber vor allem Frauen machen sich jetzt große Sorgen, dass es ihrer körperlichen Selbstbestimmung noch mehr an den Kragen geht. Besonders im Thema Abtreibung. Abtreibung. Abtreibung ja. Ist ein Mord. Mord ist ein Thema. Naja, jetzt... Mord, davon reden wir jetzt. In gewisser Hinsicht? Den Genozid an unseren amerikanischen Kindern. Bitte was? Darum geht's jetzt. Nee, also ist ja jetzt egal. Was sagen Sie denn zu den Abschiebeplänen Trumps? Kramt Donald sein Hirngespenst von der Mauer zu Mexiko wieder aus? Die Mauer. Kaum geht's um eine Mauer, habt ihr Deutschen wieder Schiss, ja? Letzte Woche, meine Frau wurde von einem Kubaner gefickt. Aber weißt du, dafür gibt's ja einen zweiten Artikel, ne? Was zum? Müssen wir das melden? Also, ich meine, dass der Kampf gegen Klimawandel, ne, jetzt quasi auf Null gesetzt wird, ist Ihnen auch egal, denke ich mal, oder? Nee, also um Umweltschutz machen wir schon Sorgen. Ah ja. So im Atlantik gibt's eine riesige Insel, so Kilometer groß. Die besteht nur aus Müll, nur aus Plastikmüll. Ich weiß nicht, die nennen sie Puerto Rico, glaube ich. Oh Mann, naja, gut. Was sagen Sie denn zum kommenden Kabinett? Also echt, da ist kaum jemand dabei, der nicht höchstgradig problematisch ist. Trump schafft extra für Elon Musk ein Ministerium für Regierungseffizienz. Elon Musk, das ist ein Macher. Wirklich, das ist wieder die deutsche Neidkultur da drüben. Naja, gut. Letzte Frage. Die Hauptwählerschaft von Trump sind Umfrage zufolge weiße Männer ohne höheren Bildungsabschluss. Da kann ich sie offensichtlich auch einordnen, oder? Wie bitte? Was? Ja, hier, tschüss, komm, reicht. Ja, Entscheidung, Miriam, aber. Na, manchmal. Ist gut. Manchmal. Naja. Auf jeden Fall ist sowohl Biden als auch Scholz nicht mehr allzu lange im Amt. Und beide hauen jetzt nochmal so richtig auf die Kacke. Ja? Biden erlaubt der Ukraine den Einsatz von ATACMS-Raketen und während Zelensky Russisch-Silvester spielt, ruft Scholz einfach mal Putin an. Psst, ey Tim, Whistleblower haben uns geheime Ausschnitte von dem Telefonat zugesandt. Ach was? Lass mal reingucken. Putin, lange nicht gehört. Olaf, mein kleiner Krisenkanzler. Schluss, nicht lustig. Wladimir, es ist ernst. Du hast nicht so lange gekostet, weil wir uns angeblich nichts mehr zu sagen haben. Denkst du wirklich, ein Anruf reicht und ich knicke bei Verhandlungen mit Zelensky ein? Was? Nein, darum geht es nicht. Aber könntest du bitte Jan Masalek ausliefern? Du weißt doch, wenn es um Wildcard geht, bin ich immer so vergesslich. Dass dir das den nächsten noch Kampf rettet, glaubst du doch aber selbst nicht, oder? Komm schon. Niemand nimmt mich mehr ernst, wenn Brombeer-Sara mehr Stimmen holt als ich. Wer? Na, die möchte gern Merkel. Nein. Wer hat gefragt? Du bist so gemein. Ich leg auf. Tschüss und grüß deinen Nachfolger Merz von mir. Leck mich und lass die Finger von der Ukraine. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Im Landtag von Sachsen-Anhalt darf man jetzt kein Cannabis mehr konsumieren. Da haben die ja gekifft oder was? Ja, alle in Hayes-Jordan. Du kiffst so viel. Alle sagen das. Ja, und wir haben uns die Frage gestellt, was rauchen die Parteien da eigentlich? Schauen wir mal durch. Ja, bei der CDU, wen haben wir da? Natürlich Rainer Haseloff. Ich finde, da ist es offensichtlich. Ne? In Haseloff. Von der SPD haben wir Juliane Klemann. Die raucht ein Kräutergenosse. Anders kann ich mir nicht vorstellen. Oliver Kirchner von der AfD. Na, für ihn gibt's den Gauland. Natürlich nur aus reinem deutschen Anbau. Nur der. Ja. Von der FDP haben wir Maximilian Gludau. Ich weiß nicht, vom Optischen her würde ich sagen, so ein alter Zerstörer. Ja, Cornelia Lüdemann von den Grünen. Green Crack, keine Ahnung. Und von den Linken haben wir Wolf Gallert. Der nimmt einfach das, was schallert. Naja. Letztendlich stellt sich die Frage, wie effektiv solche Verbote im Landtag sind. Das Waffenverbot zum Beispiel wird an so mancher Stelle nicht so ernst genommen. Zum Beispiel hier. Ein CDU-Politiker postete ein Bild mit Patronen und dies führte zu einer Durchsuchung im Landtag. Was war da los? Schauen wir mal von vorn. Alexander Reucher von der CDU hat einen Kollegen von den Grünen in einem Post auf X indirekt einen Kopfschuss gegen seine Kopfschmerzen empfohlen. Und da der Typ nebenbei Jäger und damit auch Waffenbesitzer ist, hat man kurzerhand sein Landtagsbüro durchsucht, weil vermutet wurde, ja, der bunkert die da und ja, sie haben nichts gefunden. Danach ist er aber trotzdem von seinem Amt als voice-politischer Sprecher zurückgetreten. Voice-politischer Sprecher? Ja, das sind die größten Probleme der Konservativen, Türken, Windräder und Wölfe. Ja, ich glaube ja nicht so an Wölfe. Was? Hast du schon mal einen Wolf gesehen? Nee, aber er. Hörst du das? Das sind Wölfe!
Aber der Typ mit Vorliebe für peinliche Hüte läuft da durch den Wald wie Olivia Jones. Ja, hat sich schon die ein oder andere Panne geleistet. Im Juli setzte er die Grünen in einem Spiegel-Interview faktisch mit der AfD gleich und schlug vor, sie genauso vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Die Grünen? Ja, und gendern findet er genauso blöd wie die Grünen. Letztes Jahr hat er vorgeschlagen, WissenschaftlerInnen, die die Schluckaufsprache verwenden, finanzielle Mittel zu kürzen. Hier übrigens Alex bei seiner letzten Landtagsrede. Ich werde heute Abend nicht gendern. Okay, musst du ja nicht. Aber mein persönliches Highlight von Alex? Herr Olaf Scholz hat als Juso intensive Kontakte zur SED und dem Sozialismus gesucht und gefunden. Aus solchen Anbiederungen rekrutierte man bei der Stasi und Co. gerne Maulwürfe. Habe keine Beweise, würde mich aber nicht wundern. Ja, Detektiv Alex ist also wieder am Wühlen. Ich meine, man hat ja viel Zeit zum Nachdenken, wenn du stundenlang alleine auf dem Hochsitz huckst. Aber an Scholz' Stelle würde ich aufpassen. Pro Saison fängt der Mann etwa 3 bis 4 Maulwürfe. Mit einer Waffe, die sein Vater bereits eingesetzt hat. Den Maulwurfspieß. Und von einer Verschwörungstheorie zur nächsten. Halle behauptet, 12.500 Einwohner mehr zu haben. Jetzt kommt die Hallenser wieder um die Ecke. Ja, denn die haben den Zensus nochmal selbst nachgezählt und sind auf weitaus mehr Einwohner gekommen. Warum waren die bei der ersten Auszählung nicht mit drin? Ja, ich glaube, die haben sich geschämt. Naja, Kinders, zum Schluss schauen wir nochmal auf ein besonderes Highlight. 3 Jahre hat es nämlich gedauert, der Kampf zwischen Jake Paul und Mike Tyson. Hier unser Höhepunkt. Im eigentlichen Kampf ist tatsächlich nicht so viel passiert, außer dass bei Netflix den Kampf live so viele Menschen gestreamt haben, dass der Livestream zusammenbrach. Ich bin extra um 5 Uhr morgens aufgestanden, ja, diesen scheiß Livestream zu gucken. Ja. Und dann fängt das die ganze Zeit an zu puffern. Ja? Und dann letztendlich nur zu erfahren, da nicht viel passiert ist, außer dass Mike Tyson seinen Handschuh fressen wollte. Das ist doch total peinlich. Als Streaming-Gigant die Möglichkeit, den gehyptesten Kampf des Jahrzehntes zu übertragen. Das musst du mal vorstellen. Weißt du, 3 Jahre vor Budget an Werbung und dann kackt er das Stream einfach ab. Ja. Das ist sogar RTL Plus, das